Hallo, meine Damen und Herren, liebes Opernpublikum. Wir befinden uns hier auf der Bühne der Züricher Oper, des Züricher Opernhauses. Und wir sind gerade dabei, in die Endproben zu gehen für Barkouf. Barkouf, ein Stück, was niemand kennt, vom Komponisten Jacques Offenbach. 160 Jahre verschollen, jetzt wieder ausgegraben. Und vor 3 Jahren oder vor 4 Jahren. Und wir sind mächtig dabei. Ein UFO ist gelandet. Sie sehen es hier schon. Es ist weiß. Ja, und es ist riesig groß. Und warum ein UFO? Weil es eine ungeheure Mischung ist. Aus Revue, aus Brechtschem Lehrstück, absolutem Nonsens und tiefer Emotionalität. Wir versuchen, einen Abend zu machen, der Sie mitreißen kann, der Sie unterhält, bei dem Sie Tränen lachen und bei dem Sie auch genauso Tränen weinen. Wir versuchen, alles abzubilden, was unsere Emotionalität hergibt. Und wir haben wundervolle Sängerinnen und Sänger dabei. Wir haben wundervolle Tänzerinnen und Tänzer dabei. Und wir haben einen wundervollen Erzähler, der uns durch die Geschichte führen wird. Ich hoffe, dass Sie alle kommen, weil die Komposition ist nicht nur eigentümlich, sie ist großartig. Mit großem Orchester, mit einem großartigen Dirigenten, Jeremy Rohrer, der diese Musik in einer Art und Weise versteht und fühlt, dass ihn der Atem genommen wird. Bitte kommen Sie, es wird sich lohnen.